Die IHK veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen der Konjunkturumfrage. Und die Stimmung in der Südbrandenburger Wirtschaft hat sich leicht aufgehellt. 8 von 10 Unternehmen bewerten die Lage mit gut bis befriedigend. Für die meisten Unternehmen bleibt allerdings die Frage nach der Zukunft. Ja, die Stimmung ist weiterhin sehr verhalten. Also viele Unternehmen machen sich Sorgen, wie die Zukunft aussehen kann und aussehen wird für sie ganz konkret. Investitionen sind zurückhaltend, das sehen wir. Aber insgesamt ist die Lage durchaus noch positiv. Das heißt, wir sind nicht so stark davon betroffen, wie wir es erwartet haben oder wie die Erwartungen der Zukunft der Unternehmen auch befürchten lassen. So hat sich beispielsweise bei den wirtschaftsnahen Dienstleistern und in den Bereichen Steuern, Finanzen und IT die Situation sogar verbessert. Die Abwärtsspirale in der Industrie scheint für das Erste gestoppt. Doch lässt sich allgemein sagen, dass trotz verbesserter Aussichten im Vergleich zu den letzten beiden Frühsommern eine wirtschaftliche Trendwende nicht in Sicht ist. Weiterhin halten die geopolitische Lage, Energie- und Rohstoffpreise sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen die Unternehmen zurück, zu investieren. So plant jedes zweite Unternehmen nur geringe oder gar keine Investitionen. Des Weiteren bleibt ein großes Thema der Fachkräftemangel, den es zu lösen gilt. Ja, die ganz klare Forderung ist, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ja, also in der Breite auch zu ermöglichen, dass Potenziale, die wir durchaus in der Gesellschaft noch haben, also von der einen Seite die Langzeitarbeitslosen, auf der anderen Seite aber auch Menschen, denen muss man auch mehr Chancen geben mit Behinderung, ja, diese in den Arbeitsmarkt stärker zu integrieren, als wir es in den letzten Jahren getan haben. Da auch der ganz klare Appell auch an die Unternehmen, dort Offenheit zu zeigen, ja, und den Menschen durchaus etwas zu ermöglichen, auch Beschäftigung zu ermöglichen. Aber wir müssen natürlich auch an die hohe Anzahl an Studienabbrechern und aber auch an Ausbildungsabbrecher ran. Ja, wir haben aber auch noch Schulabbrecher, die noch nirgendwo angekommen sind. Und das ist etwas, was wir uns jetzt bei der momentanen Lage, die wir haben, nicht mehr leisten können, weil wir kämpfen hier um jeden Einzelnen, der hier arbeiten kann und arbeiten will. Und sie wollen die Menschen hier vor Ort halten. Im Zuge der Europawahlen sollen genau diese Themen noch einmal an die sich zur Wahl stellenden Politikerinnen und Politiker aus der Region gerichtet werden. Und die IHK Cottbus lädt zur Podiumsdiskussion im Startblock B2 am 24. Mai ein.